Wir sind dann noch aufgewachsen unter der Vorgabe, sei nicht so neugierig, Kinder halten den Mund zu haben. Ist völlig verkehrt. Kinder und Erwachsene müssen neugierig sein bis ans Lebensende. Und wenn man nicht mehr neugierig ist, dann hat man sich aufgegeben. Also das ist für mich unumstößliche Tatsache. So, ja, mein Name ist Klaus Günther. Ich bin Jahrgang 1931 und werde hoffentlich demnächst 91 Jahre alt. Und bin geboren und aufgewachsen in Hamburg-Harburg. Bin dort auch zur Schule gegangen. Ich habe dort die sogenannte Pogromnacht erlebt, an der mein Vater leider beteiligt gewesen ist. Ich habe dann späterhin von da aus sind wir in die Kinderlandverschickung gekommen. 1944 zunächst nach Tschechien und dann nach Hranice, auf Deutsch Grenze. Das war eine Grenze zu Polen. Dann sind wir weiter nach Jaromir, nach Jerma, wie es damals eingedeutscht hieß. Und von da aus mussten wir dann vor den Sowjets fliehen nach Bayern und sind dann da gelandet im Kloster Windberg in der Nähe von Straubing. Und Zeitzeugenarbeit ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich habe das auch im Buch geschrieben, Heile, Heile Hitler. Das sind meine persönlichen Erinnerungen und Dokumente. Und ich gehe seit 25 Jahren auf Anforderung oder auch nicht, manchmal ergreifen wir selbst auch die Initiative, gehe ich in Schulen, um aus der Zeit zu berichten und zu warnen und damit nicht noch schlimmeres, neuerliches Unheil wieder geschieht. Woran erinnert der hannoverische Bahnhof? Mich jetzt persönlich. Mein Großvater war Oberingenieur an der Bahn. Und da war das damals so, dass die Familien, wenn er als Angestellter irgendwo anders eingesetzt wurde, mussten die Familien mitziehen. Und da ist in diesem hannoverschen Bahnhof, meine Mutter hat, wenn wir nach Hamburg fuhren, kurz vor Hamburg war das ja, hannoverscher Bahnhof, so ein gelbliches Gebäude. Und dann hat meine Mutter gesagt, guck mal da oben, da links das Fenster, das war mein Jungmädchenzimmer, da habe ich damals geschlafen. Waren Sie auch persönlich am hannoverschen Bahnhof, als Sie Kind waren? Also ich bin, wie gesagt, mit meiner Mutter, wenn wir zusammen nach Hamburg fuhren, dann hat sie mir das gezeigt. Insofern kenne ich aus der Zeit, wo ich nachher vielleicht in eurem Alter oder etwas jünger noch gewesen bin, kenne ich das Gebäude vom Optischen her, habe ich das vor Augen. Das war so ein gelbliches Gebäude. Aber ansonsten, das, was hier passiert ist, das habe ich erst viele, viele Jahre nach dem Krieg erfahren. Was ist hier passiert? Hier sind, von hier aus sind, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber sind jüdische Mitbürger und Sinti und Roma, wir kannten ja damals nur den Begriff Zigeuner, die sind hier abtransportiert worden und sind umgekommen in KZs.
darunter auch eine Familie, die ich, ich bin ja in Harburg geboren und aufgewachsen, die ich also kannte, ich wusste die Namen, ich wusste das und naja, wir gehen ja da nachher noch dahin. Wie alt waren Sie, als Sie geboren waren? Da war ich also 8 Jahre alt und das war für mich insofern doch ein wenig anders, als ich die Erwartung hatte, weil ich im Schulunterricht hatte ich erfahren, im Ersten Weltkrieg waren die Soldaten also mit Blumen und verabschiedet worden und mit Militärkapelle und so weiter. Und da war jetzt am 1. September 1939 war alles erstaunlich ruhig. Nirgendwo habe ich überhaupt Soldaten gesehen. Also sicherlich sind da auch welche gewesen, die dann mit dem Zug irgendwo hingefahren, irgendwohin transportiert worden sind. Aber das habe ich nicht mitgekriegt. Und ich habe immer gedacht, die Leute müssen doch rauskommen und mit Gesang und was weiß ich. Also das war schon sehr eigenartig. Wie sind Sie groß geworden? Ich bin in Harburg groß geworden, also in der Eisendorfer Straße. Das ist ziemlich im Zentrum. Da bin ich aufgewachsen und bin dann auch in Harburg zur Schule gegangen. Die Schule, meine Grundschule, wie es damals hieß, oder Volksschule, die existiert nicht mehr, die ist im Krieg zerbombt worden. Und später bin ich dann zum Gymnasium gekommen und das ist das heutige Friedrich-Ebert-Gymnasium. Was war die Hitlerjugend? Die Hitlerjugend, da musste jeder und jede, die bei den Mädchen war es das BDM, Bund Deutscher Mädel. Und bei den Jungs waren von 10 bis 14 waren die sogenannten Pimpfe, aber jeder musste da eintreten ab 10 Jahre. Und meine Mutter hat es fertiggebracht. Ich bin ja nun auch als Erwachsener kein Riese geworden oder besonders groß. Im Gegensatz zum Beispiel von Herrn Schlegelmilch da, der überragt mich um einiges. Aber meine Mutter hat gesagt, die ist hingegangen zu der HJ-Führung, Hitlerjugendführung, und hat gesagt, mein Junge, der ist noch so klein und er war so oft krank. Und da bin ich ein Jahr zurückgestellt worden. Ich bin dann erst mit 11 in die Hitlerjugend. Das war dann 1942. Aber ich muss sagen, es hat mir dann, es war ein bisschen zweischneidig. Wenn man so in eurem Alter ist, ihr kennt das, dann wird man doch im einen oder anderen Fall ein bisschen, ach nö, warum soll ich das? Also so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen aufmüpfig. So. Und das wurde ich natürlich auch. Und dann hat mein Vater gesagt, wart man, bis du in die Hitlerjugend kommst, da werden sie dir die Hammelbeine schon langziehen. Oh Gott, Mensch, was passiert mir da? Also ich bin da, hab dann doch da ein bisschen, auf Deutsch gesagt, Muffensausen gehabt. Was passiert mir da? Und auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war das so, wenn wir dann marschierten, in der Gemeinschaft marschieren, oh, das war ja toll. Und dann musste die Straßenbahn musste anhalten, die Fahne wurde gegrüßt und ich sah dann da auf den Bürgersteigen. Wir marschierten natürlich auf der großen Straße, also da, wo normalerweise, wie gesagt, die Straßenbahn, Autos gab es noch nicht so viele, die Straßenbahn fuhr. Und fühlten wir uns stark. Also wir waren ja auch die Jugend von morgen und gestern hieß es noch, Messer, Schere, Gabel, Licht dürfen kleine Kinder nicht. Und jetzt hatten wir ein Fahrtenmesser mit so einer Klinge dran. Oh, das war ja was. Ja, also da fühlten wir uns damals stark. Und da waren auch die meisten Menschen hier in Deutschland waren für Hitler. Das ist eine Tatsache. Würden Sie immer noch zur Hitlerjugend gehen? Nee, heute bestimmt nicht mehr. Nein, ich habe mit,
mit rechtsextremistischen Vereinigungen oder Aussagen, wie auch immer, oder ganz linksextremistisch genauso. Also mit den Sachen habe ich nichts mehr am Hut. Und das ist eine Gefahr, dass das Hakenkreuz war ja überall, ob es an der Armbinde war oder sonst wie was. Also das war, ich sag mal, wie eine Seuche. Und wenn irgendwelche Gedenktage waren, dann wurde geflaggt auf Teufel komm raus und jemand hatte vielleicht die Flagge nicht raus mit dem, die Hakenkreuzflagge, das gehörte doch. Also mit diesen ganzen Symbolen haben sie uns totgeschmissen. Aber wir kannten das ja nicht anders. Ich bin ja damit aufgewachsen. Sie haben ja eben schon gesagt, dass Sie jemanden kennen, der auf der Tafel steht. Wollen wir dann jetzt vielleicht mal darüber gehen? Ja, das müsst ihr sagen, wenn wir darüber wollen. Wer ist meine Uroma? Uri? Wagner, Walter. Ach, hier noch andere, denn da auch noch mit. Ah ja, hier. 16, da müssen wir 26, 36. Die muss älter gewesen sein. Es gab ja bestimmt den Moment, wo Sie gemerkt haben, dass die Nazis böse sind und sie falsch liegen. Wie war das für Sie? Ich bin 1931 geboren. So. Und dann bin ich durch Krankheit mit 7 Jahren zur Schule gekommen. Das war 1938. Das heißt, von dem Zeitpunkt an, 38, 39, habe ich erst angefangen zu lesen, Zeitungen zu lesen und so weiter. Und da wurde das natürlich, es wurden ja die Juden, die wurden karikiert mit riesen Plattfüßen, mit riesen Nasen und so weiter. Also Zerrbilder wurden da gezeigt. Und dann hieß es natürlich auch, immer, die Juden sind unser Unglück. Und ich habe damals gedacht, es gibt nur reiche Juden. Also dass es auch ärmere Juden gab, dass es Juden gab, die die hatten kein richtiges, die haben mit Kleinmöbeln gehandelt, die hatten kein richtiges Geschäft mit einem großen Schaufenster. Das war in einer Wohnung, hatten sie das übereinander gestapelt, die Möbel, um das überhaupt zeigen zu können. Und den Leuten, die draußen vorbeikamen, damit die das sehen konnten. Und meine Mutter hat gesagt, die kam da vorbei und da hat meine Mutter gesagt, also typisch jüdisch. Also auf die Idee, das war mir aber, wie gesagt, mir war das schon klar, dass das die konnten das gar nicht anders machen. Das war das erste Mal, dass ich festgestellt habe, aha, es gibt ja auch arme Juden. So, und dann ging das dann weiter. 1938, die sogenannte Pogromnacht, wo dann die Synagoge, wir wohnten Eisendorfer Straße 31, die Synagoge war Nummer 15, also nur ein paar Schritte weg, und die wurde zertrümmert da. Und dann bin ich dann später beigegangen, weil das ist 1941 gewesen, da war ich also 10 Jahre alt, und der Nachbar hier, der Alfred Schloss, hier oben steht er, Alfred Schloss, der war 51, der geht da mit seiner Aktentasche und verdeckt den sogenannten Judenstern. Und das geht ja nicht. Also, wie können die sich da sowas erlauben? Aber nun war ich, wie gesagt, 41, war ich 10 Jahre alt. Und hieß immer, also zu Hause, Erwachsene sind Respektspersonen, also da hatte man doch da seine Achtung davor zu haben und so weiter. Und ich gehe bei und sehe den da, und der verdeckt das, das geht ja nicht. Und dann habe ich all meinen Mut, meinen Übermut zusammengenommen und habe gesagt, rübergerufen, itzig, Judenschwein. Und dann kam der Nachbarsjunge und der hat mir seine Hand in den Nacken gelegt und hat gesagt, so ins Ohr rein, das musst du nicht tun, das sind doch auch Menschen. Und ich habe mich geschämt und ich schäme mich mein ganzes Leben lang.
dass ich das gesagt habe. Ich hatte, damals habe ich zu wenig Ahnung gehabt. Und dann sind die, wie gesagt, hier die Familie Schloss ist dann abgeholt worden. Das heißt, nicht direkt abgeholt worden. Das habe ich auch lange Zeit gedacht, das wäre in der Nacht passiert. Nein, die durften ganz früh morgens, vielleicht vor Morgengrauen, was weiß ich, also durften die sogar ausnahmsweise von Harburg mit der Eisenbahn fahren, mit Sondergenehmigung, weil das sonst verboten war. Und dann hier in Hamburg, auf der Moorwiese, am Dammtor, da haben die sich versammelt und von da aus sind die nach Minsk transportiert worden und da sind die umgekommen. Und zwar die ganze Familie. Der Alfred Schloss, wie gesagt, das war der Vater. Dann, Alfred Schloss, ja. Edith Schloss, das war die Mutter, die waren also beide Jahrgang 1925. Und dann war da noch die Auguste Schloss dabei. Das war die von den beiden Erwachsenen, war das, ich glaube, von der Frau, von der Edith, war das die Mutter. Die stand aber nicht mit auf der Liste. Ja, was soll sie machen? Die ist freiwillig mitgegangen, weil ja, ihr blieb nichts anderes übrig. Und dann waren auch hier die von der fünfköpfigen Familie, war die Feodore Schloss war das. Die Jugendlichen, die war damals, die Tochter, die war 16 und der Sohn war 20. Fünf Menschen, eine ganze Familie, wie alle anderen auch, nach Minsk transportiert, ausgelöscht worden. Und das müssen Hunderte, wenn nicht Tausende Hamburger müssen das damals mitbekommen haben, aber es wagte keiner, den Mund aufzumachen. Ich komme ja hier heute jetzt das zweite Mal her und beim ersten Mal, ich war total erschrocken. Und es ist so, dass diese Menschen, soweit ich sie vom Ansehen kannte, die stehen natürlich vor meinem inneren Auge, stehen die wieder da. Und die Erlebnisse, die ich mit denen oder die Begegnungen, die ich mit denen hatte, einschließlich meiner Beschimpfung, das steht mir auch wieder vor Augen. Also es ist so, als würde ich in die ganze Zeit damals zurückversetzt. Ich sage mir mal mit Ralf Giordano, der uns mal besucht hat, uns kleine Zeitzeugengruppe, als er noch lebte, und er hat gesagt, aufklären bis zum letzten Atemzug. Und das möchte ich und möchten meine Kolleginnen und Kollegen eben, soweit das uns möglich ist, auch beibehalten, gerade angesichts der neuerlichen Gefahr eines weiteren Krieges oder eines Krieges, der sich möglicherweise auch noch ausweitet. Und wir haben immer gesagt, nie wieder Krieg und jetzt haben wir das. Und wir können also nur dringlich warnen vor dem, was sich möglicherweise abzeichnet und was Menschen unter falschen Voraussetzungen auch eingebläut wird. Und die sogenannten Fake News, also Falschmeldungen, die es zu allen Zeiten gegeben hat, aber wo Menschen eben auch abgeschnitten werden von Informationen, von richtigen Informationen.